Sollen wir auf den Vlog von Keep Sharam reagieren? Habt ihr Bock drauf? Sollen wir das machen? Okay, ich bin ehrlich, ich habe den ja bei Insta geteilt. Ich habe einfach eine Szene gesucht, wo man mich auch sieht, ne? Aber ich habe mir ihn selber noch gar nicht angeschaut. So, vielleicht kann ich hier irgendwas Witziges dazu erzählen. Dieses Video startet sehr, sehr spät. Es ist schon kurz vor Iftar, so 20.20 Uhr. Wir wollten eigentlich zu Heikel fahren jetzt, ich und Abu. Aber Isami Bayani verspätet sich. Isam! Falls du das siehst, wir sind sehr, sehr sauer. Ich sag dir, wie es ist. Wir sind ultra sauer. Und Isam ist um 20 Uhr. Um 20 Uhr ist er, glaube ich, erst aus Köln losgefahren, die Jungs abzuholen. Um 20 Uhr, weil er ja noch bei Sarah war, Sarahs Familie. Er ruft uns jetzt kurz davor an und wir denken so, ah, Tamam, endlich ist er da. Wir dachten uns so, endlich, ah, okay, er ruft gerade wieder an. Aber auf jeden Fall, er sagt so, Jungs, könnt ihr Datteln holen, damit wir auf Autobahn Fasten brechen können? Ich hatte keine mehr zu Fuß. Jetzt müssen wir zu Fuß Datteln holen gehen, Digga. Was bist du für ein Mensch, Isam? Ich dachte Religion und so. Was bist du für ein Mensch? Ich nehme euch ein bisschen mit, wir besuchen heute Heikel und so. Wird sehr, sehr cringe, keine Ahnung. Ich habe diesen dreckigen Menschen noch nie getroffen in meinem Leben. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Abo weiß auch nicht, was auf ihn zukommt. Aber Heikel ist schon ekelhaft. Ist ein ekelhafter. Ist ein sehr, sehr ekelhafter. Ich hoste diesen Typen, er bedankt sich nicht mal. Was geht? Ey, der labert so eine Scheiße, ne? Was geht? Ich hab Babs. Sehr, sehr cringe. Ich schwöre, guck mal, wie dieser Kerl rumbellt. Digga, der ist kleiner als mein Fuß, aber halt's Maul! Wir haben jetzt Datteln besorgt, auch für dich, Heikel. Du ekelhafter, falls du das siehst. Ich hab dir Datteln gekauft, okay? Das sind die teuren, Heikel. Nein, Spaß. Ich liebe dich, ich küsse dein Herz. Ich kenn dich nicht mal, ich tu nur so, als würde ich dich lieben. So, wir sind jetzt im Auto mit Isam Bayami und Abu Jimbawi. Isami Bayani. Isami Bayani. Guck mal! Ey, Isams Lachen ist immer so süß, ne? Wie glücklich er lacht, wie ein geistig zurückgebliebener. Was er uns sagt. Guck mal, was er uns sagt. Wir dachten, wir fahren zu Heikel und so, gut essen. Er sagt einfach, wir machen Iftar im Auto. Was ist das denn? Issa meinte auch, Iftar im Auto machen ist so nachdenklich. Ja. Er sagt auch wenigstens den Leuten, das, was du mich vorhin gefragt hast. Da, wo du sagst, ist das nicht Pflicht, mit Datteln sein Fasten zu brechen? Dann will uns was lernen. Ja, genau. Ich dachte, es ist Pflicht, mit Wasser oder Datteln sein Fasten zu brechen. Ist es nicht. Ist so Sunna? Ist Sunna. Ja. Nur Sunna zu sagen, ist natürlich immer doof, weil Sunna ist schon was Schönes, ne? Ja. Aber es ist Sunna, das heißt, es ist keine Pflicht, du musst nicht dein Fasten brechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Cola Zero mal Fasten breche, ist es nicht. Ist zwar ungesund, aber es ist halt nicht haram, ja? Okay. Isam, aber ich halte es nicht an. Isam, darf man mit Schweinewasser sein Fasten brechen? Dürftest du theoretisch auch. Boah, das ist krass. Quatsch. So Schweinewasser und Datteln. Guck mal, welche Datteln wir geholt haben, die besten. Allah. Die teuersten auf jeden Fall. Die teuersten, ja? Die 3,99 € Datteln, die hat er schon 10.000. Ja, komm, für 4 Euro Datteln. Der Abo, der trägt eine 20.000 € Uhr und bringt mir nur 4 Euro Datteln mit, Alter, voll unverschämt. Ich schwöre. Er hat seinen Vater aus dem Digga. Hast du wenigstens Geld bekommen von ihm? Ich habe auch so getan, als hätte ich sie gekauft, obwohl Abo sie gekauft hat. Das ist ja normal. Ach so, Isam, wir haben dir auch hier Eistee mitgebracht. Oh, ey, kennt ihr diese neuen Autos, die irgendwie Sitzheizung haben, dies, das, so Rückenlehne, alles mögliche? Isam hat einfach die Prototyp davon, Digga. Krass. Jungs, wir haben Fastenzeit jetzt. Oh, was schon andere? Gib mal bitte eine raus. Eine? Okay, was muss man... Guck mal, wo die waren. Als Iftar war, waren die gerade auf der Autobahn. Ich stand zu Hause, ne, und dachte mir einfach nur, ey, Isam, es kann doch nicht dein Ernst sein, Bruder. Es kann nicht dein Ernst sein. Du bist eingeladen. Wir sind verabredet. Pünktlich. Pünktlichkeit ist die deutsche Tugend. Die kennt der Isam nicht. Isam erinnert mich wirklich an Halim. Die sind sich wirklich sehr, sehr ähnlich, was das Ganze angeht. Was Pünktlichkeit angeht und sowas. Wirklich sehr ähnlich. Das muss man sagen. Bevor ihr anfangt, genau, bevor ihr anfangt, einmal nachsagen. Das ist eine Dua, ne? Moment. Ich sag euch auch danach direkt die Übersetzung, ja? Zahaba. Farhaba. Al-Dhama'u. Al-Dhama'u. Wabtallat. Al-Uruqi. Al-Uruqi. Wathabata. Wathabata. Al-Ajru. Al-Ajru. Insha'Allah. Insha'Allah. Das ist eine Dua. Zahaba al-Dhama'u, die Trocken... Die Trockenheit ist vergangen, weil wir ja anfangen zu essen, ne? Wabtallat al-Uruqi und die Venen, die befeuchten sich. Wathabat al-Ajr, insha'Allah, und möge sozusagen der Ajr bei uns, also der Lohn, gefestigt werden, insha'Allah. Das ist die Dua, die man sagt bei ihm. Ich mag's auch nicht, wenn sich Menschen verspäten. Vor allem, was ich gar nicht mag, ne, ist, wenn Menschen
eine halbe Stunde zu spät kommen. Wir haben wirklich Iftar 21 Uhr, 22 hat es an der Haustür geklingelt. Wir haben Iftar, wenn es hochkommt, erst um halb 10 gemacht. Erst um halb 10, fast eine Stunde zu spät. Islam hat sich richtig Gedanken gemacht, ich schwöre. Und wie krass, die sind nicht mal klebrig und so, ne? Wir waren jetzt bei Heikel. Das Essen hat sehr gut geschmeckt, aber wegen seiner Aura war schon ein bisschen schlechter, muss ich ehrlich sagen. Warum? Ja, weil du da warst. Ach so. So, ich erzähl euch jetzt was. Und zwar, als wir geplant hatten, beziehungsweise als ich die Jungs eingeladen habe, ne? Ich erzähl euch, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und zwar war das Ganze so: Isam hatte sich einen Tag vorher oder zwei Tage vorher mit den Jungs getroffen. Die haben zusammen Iftar gemacht und waren dann. Isam war dann bei den Jungs, so. Dann war ich bei Isam zu Hause und er hat mir davon erzählt, dass er halt mit den Jungs war und er meinte, ja, die sind super korrekt, super lieb und so. Und ich so, ist Abo so süß wie in den Videos, ne? Weil der Abo oder beziehungsweise der Bubu Julo, ihr wisst alle, wie er aussieht, ne? So rund, so süß, so breit dabei, aber man will ihn einfach nur umarmen. So, dann meinte er, ja. Dann war ich am Streamen und ihr erinnert euch noch, dann kam plötzlich der Isam von hinten mit dem Handy und hatte FaceTime gemacht mit Bubu Judo. Dann habe ich kurz mit Bubu Judo gesprochen und alles, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wir haben uns, wie geht's, wie läuft Ramadan und alles. Dann kam der Keep Sharam in den Stream und dann habe ich ihn irgendwie bloßgestellt. Ich weiß nicht, was da genau war. Ich habe ihn so ein bisschen bloßgestellt. Ich so, ey, du hast mir nicht mehr zurückgeschrieben auf Insta und so. Weil wir hatten kurz miteinander mal geschrieben gehabt. So. Beziehungsweise ich hatte ihm geschrieben, nachdem wir Among Us gespielt haben. Er hat so einen lustigen Teil damals hochgeladen, wo Isam so, wie heißt das, gemacht hat. Auf jeden Fall, Isam hat da die Scheherda gesprochen. So. Wir hatten kurz geschrieben, alles drum und dran. So. Jedenfalls kam er in den Stream und ich meinte dann, ey, komm zu uns zum Iftar, weil ich habe vorher seine Stories gesehen und habe gesehen, die haben so Würstchen gegessen, so Tiefkühlessen, Tortellinis und so. Und ich dachte mir einfach nur in diesem Moment, ey Bruder, ist das gerade dein Ernst? So, Alhamdulillah, euch geht es gut, ne? Bitte Bruder, nimm diese Uhr, bitte Bubu Judo, nimm deine Uhr, verkauf sie und bitte isst was Vernünftiges. Ich kann es nicht mit ansehen, wenn Menschen bei Essen sparen und zu faul sind, ne? Dann habe ich die Jungs eingeladen, sie kamen. Und jetzt kommt das Witzigste. Isam und ich, ne? Ich so zu Isam, ja, die Jungs können zu mir kommen. Meinte der, das ist voll umständlich und so, wir können auch direkt zu mir. Dann bestellen wir einfach was und essen. Dann meinte ich zu Isam, wir hatten wirklich eine Diskussion, als wären wir Frauen. Normalerweise haben unsere Mütter solche Diskussionen. Dann meinte ich zu Isam, ey Bruder, wir laden die Jungs schon ein, ne? Zum Essen. Dann können wir doch nicht Essen bestellen. Die können sich auch selber Essen bestellen, Bruder. Lass meine Mutter vernünftiges Essen kochen, damit sie dieses Gefühl haben, zu Hause zu essen. Und er, ich weiß nicht, ich ruf dich zurück. Er hat sich erstmal darüber Gedanken gemacht. Hey, der Isam ist richtig süß, Leute. Er hat sich Gedanken darüber gemacht. Ruft mich an, meinte, ja, du hast recht, Bruder, du hast recht. Ich so, okay, lass uns bei uns Iftar machen. Dann kamen die Jungs. Die Jungs kamen rein. Und mein Freund Bubu, ne, ihr kennt alle Bubu, der mag den Abu, den Bubu Julu, sehr. Ne? Er mag ihn sehr. Der Bubu Julu kam rein und mein Bubu guckt ihn an und sagt, guckt so, wirklich so. Hä? Er hat sein Handy genommen, guckt so auf sein Handy. Nicht dein Ernst. Genau so. Nicht dein Ernst. Hä? Er kam darauf nicht klar. Bruder, ich weiß es nicht. Ey, er ist ein erwachsener, breiter Mann, voll tätowiert. Die Leute haben Angst vor ihm. Und er, seine Augen, wie er den Abu Judo angeguckt hat, ne? Ich schwöre es euch, ne? Das war so witzig. Es war einfach so witzig, ne? Dann meinte der krass und so bla bla bla, ne? Der hat sich sehr darüber gefreut. Und, guck mal, jetzt kommt das Witzigste. Mein Bubu saß neben Abu Judo am Tisch. Ja, es war cringe, definitiv. Mein Bubu saß neben Abu Judo am Tisch und er war richtig glücklich, dass er neben ihm sitzen durfte. So, dann wir reden und so, ne, wir wechseln ein, zwei Sätze. Dann sage ich, wir sind während des Iftars, ne? Der Abu Judo ist am Essen. Dann sage ich zu ihm, ey, Bruder, ich schwöre es dir, ich will dich umarmen, ne? Und er, okay. Der Abu Judo sagt zu mir, okay. So, was denke ich? Ich gehe zu ihm hin und umarme ihn. Er ist aufgestanden. Er ist jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich möchte dich gerne umarmen, ist der Abu Judo aufgestanden
und hat so gemacht. Jedes Mal richtig süß. Der ist so süß, der Typ. Der ist richtig süß, der Junge. So, dann haben wir gegessen und alles, ne? Dann gab's Mitfee. Es gab Mitfee, ne? Ganz normal. Es war so ein Teller mit Mitfee. Der Abu Judo tut den, fragt so, ey, dieser Kuchen, der hier gerade stand, kann ich was davon haben? Ich so, klar, Bruder, nimm. Er tut den Teller vor sich, ne? Ich so, willst du einen Tee? Meint er ja. Er hat gegessen, 3 Stück oder so, ne? Ohne es zu merken. Und kein anderer hat davon gegessen. Ich glaube, alle haben ihn angeguckt und haben gewartet, so, bis er so fertig ist. Bis er irgendwann gemerkt hat, dass er den ganzen Teller mit Kuchen vor sich hat. Und er so, ey, Jungs, hier, hier, hier. Und danach musste ich ihn nochmal umarmen. Wer so süß ist, den muss ich nochmal umarmen. Ja. Und dann sind wir zu Isam gefahren. Jungs, wir beten hier und Isam wollte eine miese Story droppen. Also, guck mal, da war ein, das heißt nicht die Story, Bruder. Wir haben gerade so... Ey, hört zu! Diese Story ist richtig, richtig geil. Wir haben ein bisschen von Imam gesprochen. Ja. So, wir haben halt dieses Brainstorming gemacht, was man nach dem Beten macht. Der Imam, ne, der geschlagen wurde. Nach dem Gebet. Jetzt pass mal auf, warum. Der Imam... Wieso lachst du, Digga? Ich schwöre, er hat ein Problem. Wieso, Imam, ganz normal, so, weißt du, die haben alle gebetet, der geht raus und kriegt der Schläge sofort. Er sagt vorhin einfach, es gibt Szenarien, gibt Szenarien bei der Beerdigung, manchmal muss man lachen und so. Nein, muss man nicht. Ey, die Kabel, die wissen ja, dass ich wirklich dreckig bin, ne? Und wirklich krank. Aber, die hätten nicht gedacht, dass ich so krank bin. Also, der Abu meinte noch zu mir, ey, der Keep, der ist wirklich genauso dreckig wie du, ne? Ich so, ja, okay. Dann haben wir ein bisschen gesprochen, dann meinte Keep, ey, Bruder, ich bin dreckig, aber du bist wirklich ein Level, damit will ich nichts zu tun haben. Ich sag dir ganz ehrlich, sei alleine dreckig. So ungefähr war der Wortlaut von ihm. Und wie ich da sitze, ne, wie ein fettes Ding, Alter. Ist das Komfort? Ich war kurz auf einer, ne? Und vor mir war ein Typ, okay. Ich hab mich über die Beerdigung gedacht, er hatte so eine Wellensteinjacke und hatte dieses Kreuz abgeklebt mit so diesen Tesafilmen. Und ich kann nicht drauf, Bruder. Ich so während des, wir stehen da so und ich guck dir an und ich denk, ey, ist das dein Ernst, Alter? So Tesafilm abgeklebte Wellensteinsymbol. Wir sind jetzt. Ey, ich schwöre es euch, das war genauso. Ich war auf einer Beerdigung vor kurzem, ne? So. Auf einmal ein Typ steht vor mir. Und er hatte so Tesafilme an seiner Jacke. Ich denk mir, warum? Ich dachte mir einfach, warum? So, bis ich dann diesen Gedanken hatte, ach so, weil das aussieht wie ein Kreuz, sagen Leute, das wäre Schirk, die Jacke zu tragen. Und ich kam darauf nicht klar, weil ich mir denke, ey Bruder, wenn du der Meinung bist, dass es Schirk ist, dann trag die Jacke nicht. Dann verkauf entweder deine Jacke, kauf dir keine Jacke, aber... Ey, kleb doch nicht so ein Symbol ab, weil das ist nicht, das hat nichts mit dem, das ist weder ein Jesuskreuz noch sonst irgendwas. Von der Story abgeschrieben. Ich schwör's, ja, also der Imam wurde geschlagen. Ich glaube, Heikel hätte ihn auch geschlagen. Ich sag euch nur was so. Okay. Also, es war Fesselgebet. Ja. Es war schon einige hunderte Jahre her. Also in der Zeit von Khalifat und so. Ach so, ich dachte, du erzählst so eine persönliche Story. Nee, egal, talk jetzt, talk. Nee, da war der Imam halt da am Beten, das war schon auf der Fächer. Einer hat die Geschichte den Amir al-Mu'minin damals erzählt, in der, ich glaube, in der osmanischen Zeit, von der Uthmaniyin war das, oder Abbasiyin, ich glaube, die Abbasiyin-Zeit. Ne? Da hat er gesagt, ich war unterwegs morgens früh und wollte Fächer gehen. Da hat er eine Moschee gefunden, mittendrin im Dorf, irgendwo in den arabischen Ländern war das jetzt. Ne? Dann ging er dort rein zum Gebet. Die haben ihr Ramal gemacht, fangen an zu beten. Dann fängt der Imam an zu beten mit Surat al-Fatiha und dann fängt er an, was? Mit Surat al-Baqarah. Oh. Surat al-Baqarah ist die längste und erste Sura im Koran. So, ne? Er hat angefangen mit der. Ja, er hat angefangen mit der. Statt Fatiha. Nein, er hat al-Fatiha. Ah, okay. Und dann hat er direkt Surat al-Baqarah gelesen. Surat al-Fatiha, weil es alles noch relativ müde, gerade aufgestanden. Der fängt an mit der längsten Sura des Korans. Dauert ja so eine Stunde, oder? Weiß noch nicht genau, ne? Auf jeden Fall hat er rezitiert. Ey, wusstest du, meine Mutter kann fast Baqarah auswendig. Mashallah. Ich schwöre, krass, oder? Ja, Mashallah. Kann jemand von euch die Baqarah auswendig? Okay. Inshallah. Da hat er angefangen, das die Baqarah bis zum Ende, in der ersten Rakat. Der hat wirklich mehr als eine Stunde und länger rezitiert durchgehend, wahrscheinlich 2 Stunden oder so. Was passiert, dann gehen die runter, Allahu Akbar, erstes Mal, ne? Und dann gehen die wieder hoch, ne? Also nachdem die Rukuh zurückgemacht haben, dann gehen die wieder hoch, dann macht er wieder die Fatiha, Alhamdulillah, Rabbil Alamin und so weiter. Und dann fängt er an mit, welche Sura? Wieder Baqarah? Hä? Wieder Baqarah? Surat al-A'raf, zweite Sura. Dritte Sura? Die zweitlängste Sura. Auf jeden Fall war das die zweitlängste Sura. Oh. Ich hab's total vergessen, Subhanallah, ich hab's total vergessen. Ne?
Aber jetzt der zweite Zug fängt er an. Bis er sie zu Ende rezitiert hat. Alter, und dieser eine sagt so, boah, ich hab gedacht, vielleicht macht er eine kleine Suche, weil er erst mal Baqara gemacht hat. Die haben dann das Gebet, hat so lange gedauert, dass die Sonne schon aufgegangen ist. Oh, so eine Vorstellung, ne? Dann waren die fertig im Gebet, der sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dann dreht sich um und sagt, Leute, ihr müsst das Gebet wiederholen, ich hatte gar keine Gebetsforschung. Oh mein Gott. Die Geschichte ist wirklich passiert, also ich hab kein Wudu. Dann haben wir alle abgeschlagen. Danach, der eine, der ey, ich muss schon wieder drüber lachen. Überleg mal, wann kommt das in deinem Leben vor, dass du 2 Stunden durchbetest? Das wird, ich schwöre es euch, das haben vielleicht die wenigsten Muslime gemacht. 0,1% haben wirklich 2 Stunden durchgebetet. Und am Ende sagt er, meine Gebetswaschung habe ich vergessen. Verdient. Ich schwöre, der hat sich die Schläge verdient. Und dann meinte dieser Amir Mu'minin, sozusagen der Führer damals, dem die Geschichte erzählt wurde, er so, Wallah, wenn ich mit euch gewesen wäre, hätte ich glaube, Heike hätte ihn auch kaputt geschlagen. Heike hätte ihn auch geschlagen. Die haben vier, wie lange haben die mit dem geschlagen? Die haben schon 3-4 Stunden gebetet. Und ungültig. Ungültig, die müssen nochmal beten. Ey, ist das wirklich ungültig? Ja, ja, ist ungültig. Ist das ungültig, wenn der... Wenn der wenn du das weißt. Wenn der Vorgebet... Weißt, alles, weißt du? Ah. Aber also alle anderen haben... Wenn die anderen wurde es angenommen. Wenn die anderen es nicht wissen. Aber wenn du weißt, dass er keinen Ruhe hatte, weil er es gesagt hat. Ah, oh Mann. Aber er hat ja nicht... Aber er muss er ist ja schon Mann genug. Er hat alle gehopst einfach. Er hat einmal jeden Hops genommen. Er hätte einfach seine Klappe halten können. Ja. Können. Die haben alle gebetet. Salamu alaikum. Krasse Story, Bro. Der hätte gesagt, boah, krass, ich hab lang gebetet und so. Weißt du, ey, aber Isam, für 40 siehst du schon gut aus. Ich danke dir, Bruder. Kein Problem. Wir sind jetzt hier live auf Twitch mit Abu Julo. Isami Bayami und Heike Lewigler. Du hast den maskierten Untergang. Den wir gar nicht kennen. Er ist auch Adam Big Bricks. Nice. Ey Chat, schreibt mal irgendwas in den Chat für das YouTube-Video. Wie kreativ seid ihr? Isam, du hast heimlich Kryptos gekauft. Wir lieben Abo. Heike, der Boss. Malik ist der unsympathisch. Kreative Kommentare, kommt. Männer, Kommentare für das YouTube-Video. Aha. Wir sind gerade fertig geworden mit dem Stream bei Isam. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben so mit Heike ein bisschen gelabert. Die ist der Heike, sehr, sehr sympathischer Mensch. Ich sage euch, wie es ist. Deine Familie war... Ich mag das nicht, wenn man zu mir sagt, sehr sympathischer Mensch. Sehr, sehr gastfreundlich und so. Also vielleicht schätzen ihn viele als unsympathisch ein oder so, dies, das. Heike, sehr, sehr sympathischer Junge, sage ich euch, wie es ist. Das Essen war auch sehr lecker, alles drum und dran. Isam, auch sehr sympathischer Dude. Ja, hätte ich anfangs nicht gedacht, du hattest eine sehr unsympathische Aura. Nein, Spaß. Du warst mir schon immer sympathisch, auch im Internet, muss ich wirklich sagen. Wallah. Aber das stimmt doch gar nicht, ich bin gar nicht sympathisch. Die kam sehr spät, ich werde es genauso reinschneiden, das weißt du, oder? Genauso. Guck mal, soll ich dir eine Story erzählen? Ja, erzähl mal. Wir haben mit Heike geredet, ne? Mhm. Und wir meinten so, oh, Japan und so, das wäre unser Traum, da hinzufliegen. Und ich und Abo so, sollen wir auch mit dir hinfliegen, dies, das? Und Heike so anfangs, ich weiß nicht, Jungs, keine Ahnung. Und dann so, wir gehen gerade live, er sieht 4000 Zuschauer. Guck mal, wie der Scheiße labert! Ey, der labert so eine Scheiße, ich schwöre es euch. Ich dachte jetzt, was erzählt er? Ich schwöre, er labert Scheiße. Was meint der? Ey Jungs, ihr müsst auf jeden Fall mitkommen. Ich schwöre, Digga. Also, ey, wisst ihr, was seine Worte waren, als er 4000 Zuschauer gesehen hat? Das erste, was er gesagt hat, ey Jungs, wir müssen einen Kanal gemeinsam machen. Wisst ihr, wie viel 4000 Zuschauer sind? Waren seine Worte. Er meinte, boah, heftig. Fast so viele Zuschauer wie mein großer Bruder. Ich schwöre, das waren seine Worte. Er meinte, lass uns einen Stream zusammen machen. Einen Kanal gemeinsam öffnen. Es wird sehr krass, wenn wir nach Japan gehen, alle. Ja, aber was meinst du, warum Heikel der Freund von uns? Weißt du, warum Heikel immer mit ABK ist? Ja, ja. Aber das Ding ist, Heikel kann man das nicht übel nehmen. Er macht das aber in sehr, sehr sympathischer Art und Weise. Ich schwöre, es ist so. Wir konfrontieren ihn jetzt damit. Statement dazu, dass du anfangs nicht wolltest, dass wir nach Tokio mitgehen, aber jetzt, wo du die 4000 Zuschauer gesehen hast, auf einmal. Nein, ich meinte von Anfang an, kommt mit nach Tokio. Ja. Aber jetzt ist es umso mehr. Nein, mir ist das. Bruder, ich werde so oder so dort meinen Spaß haben. Ich will dir das ermöglichen, dass du auch Spaß hast. Wallah. Ich kenne mich so gut aus in Tokio, Bruder. Ich kann dir jede Ecke zeigen. Ich schwöre. Guck mal, da, das war der Flex. Das ist mein Flex. Das sind meine wahren Worte. Ich kenne mich in Tokio in jeder Ecke aus. Jede Ecke. Und alle, die seit Tag 1 meine Streams gucken, wissen ganz genau, dass ich jede Ecke in Tokio kenne. Ich schwöre es dir, frag jeden. Abonniert Heike. Und ich nehme dich mit dem Selbstmordwald. Der ist geil. Hast du Angst vor sowas? Oh. Seitdem ich dieses Video mit Logan Paul gesehen habe, ich kann da nicht rein. Hast du unsere Videos gesehen? Nein. Warst du auch im Selbstmordwald? Ja, klar, natürlich. Ja. Wir waren zweimal drin. Das letzte Video von vor 2 Jahren, jetzt haben wir noch nicht hochgeladen. Ja. Richtig, richtig geiles das Video. Ja, aber wie dumm ist eigentlich Logan Paul, dass er sowas hochlädt? Das ist nicht echt, Bruder, das ist fake. Ja, okay, aber er hat doch diesen Mann gefilmt.
Ja, das war doch fake. Wirklich war es fake? Oh, mir, Bruder, das war fake. Okay. Weißt du, wie viel Geld er hat? Da hat Schauspieler und so geholt. Auf jeden Fall, freut euch auf zukünftige Vlogs in Japan. Wird sehr, sehr krass. Auf jeden Fall. Und so. Aber nicht nur Japan, Bruder. Überall, ja? Wo wir hinfliegen, könnt ihr mitkommen. Bro, wie heißt dieses eine Harakiri? Es gibt doch so eine Stadt in Japan. Harakiri? Ich glaube. Harakiri ist das, was die machen. Glaube ich, diese Selbstmord. Ist Harakiri selbst? Wieso denke ich gerade Selbstmord? Ich glaube, Harakiri ist Selbstmord. Scheiß drauf. Like dieses Video, damit wir... damit er kein Selbstmord begeht. Genau, damit ich kein Harakiri begehe und mit Heikel in jede Stadt mit Abu Juro zusammen hinfliege. Ich glaube, das wird gar nicht mal so schnell zustande kommen. Die Jungs müssen sich echt mal einen Pass besorgen, mit dem die auch reisen können, sonst wird das niemals der Fall sein. Eine Sache wollte ich sagen, unser Selbstmordwald-Video von mir, den lieben Halim, das kommt noch raus. Wir überlegen, ob wir es jetzt Ramadan noch raushauen. Das ist 2 Jahre alt mittlerweile, das Video. 2 Jahre. Wir haben es nur nie hochgeladen wegen Halim. Also wir haben da wirklich, also ich habe da die ganze Zeit auf Halim gewartet. Das Video ist schon fertig geschnitten. Das Video ist noch nicht einmal mehr... Wie soll ich das sagen? Schwierig, egal. Das ist jetzt dieser offizielle Abschluss vom Vlog. Wir essen. Also eigentlich hat sich Isam hat sich hingestellt und hat einfach Thunfisch und Sauerrahm. Thunfisch und Creme Fraiche. Creme Fraiche da reingeballert. Ja. Und Abu meinte, nee, fühle ich nicht so. Lass noch Eier rein. Das sind noch andere Sachen wie Zwiebeln, Paprika, alles und alles mögliche. Pfeffer. Von wem hast du das alles gelernt? Von Kiki's Kitchen, oder? Auch, ja, unter anderem. Ja. Nein. Nein. Also so, wie das geschmeckt hat, ne? Hier nochmal an Kikis Kitchen, ne? Also Kiki wirklich, er kann das nicht. Er hat das auf gar keinen Fall von dir gelernt. Das war eine 4, was der Isam gemacht hat. Wirklich eine... Komm, wir sind korrekt, wir geben ihm eine 3-, ne? Aber das Rezept hat er nicht von Kikis Kitchen. Also Abu hat die Kirsche oben drauf gelegt mit den Eiern. Das essen wir zu Sahur und Brot. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich küsse eure Herzen. Keep smiling. Keep haram. Abonniert ihn. Guckt sein Twitch, abonniert ihn. Gutes Video. Gutes Video. Also, oder? Was sagt ihr? Wie fandet ihr das Video? Es war noch nicht einmal ein richtiger Vlog. Man müsste mal so einen richtigen Vlog machen. Also der Abu und der Keep in Japan, das wäre krass. Das wäre wirklich, wirklich krass.